Hallo Leute und willkommen zum etwas späteren Samstagabend. Na gut, es ist noch hell draußen, also ganz so spät ist es noch nicht. Aber willkommen zum Samstagabend zu einer kleinen Eilmeldung so für zwischendurch. Ich bin gerade erst zu Hause reingeschneit, praktisch direkt vom Stall aus schnell nach Hause gedüst. Und wir waren eine ganze Weile unterwegs, deswegen haben wir uns bisher noch nicht gesehen, denn ich habe es euch ja im Vlog angekündigt. Wir hatten heute Trainingsausflug zum Vereinsstall. Wir sind kurz nach 5 losgefahren am Morgen und jetzt haben wir es kurz vor 8 am Abend. Ihr könnt euch also vorstellen, das war anstrengend, aber es war sehr, sehr sinnvoll. Es hat eine ganze Menge gebracht, es hat sich absolut gelohnt. Ich bin jetzt nur dementsprechend ordentlich K.O. Deswegen sitze ich jetzt hier auch etwas zerzaust und naja, einfach nur so, wie ich gerade zu Hause angekommen bin. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich hatte jetzt echt keine Lust, da noch irgendwie Pickel abzudicken oder sonst was. Meine Güte, scheiß drauf. Wir wollen aber jetzt nicht über sowas reden, sondern ich habe eine Meldung für euch mitgebracht. Die habe ich gerade eben im Radio schon gehört, auf der Heimfahrt. Und jetzt gibt es noch einen Printartikel aus der Zeit dazu. Bei der Zeit Online hat man sich nämlich mit der neuen polizeilichen Kriminalstatistik beschäftigt. Die gefällt der Zeit nicht so gut und offenbar haben die Zeitredakteure nicht den allerschönsten Samstagabend. Da könntet ihr bei dem einen oder anderen doch etwas, wo da nicht unbedingt der Sektkorken knallen, sondern mehr so der Furz quer sitzen. Denen passt nämlich das Ergebnis der PKS ganz augenscheinlich überhaupt nicht in den Kram. Ja, was hat es damit auf sich? Laut polizeilicher Kriminalstatistik sind so ziemlich alle nennenswerten Kriminalitätsfelder durch die Decke gegangen. Mehr Gewalttaten und so weiter und so fort, das hatten wir ja schon besprochen. Immer jüngere Tatverdächtige, viele Jugendliche, ein immer höherer Anteil an Leuten, die keinen absurdistanischen Pass besitzen. Also tendenziell genau das, was bisher als Verschwörungstheorie diffamiert wurde. Mehr noch nicht so lange hier lebende Leute, die Straftaten begehen und immer mehr jugendliche Kriminelle, Intensivstraftäter und das Ganze drumherum. Was hat die Zeit da nun draus gemacht? Nicht etwa vernünftig aufgearbeitet, wie es denn sein kann, dass sowas mittlerweile offenbar Alltag in diesem Land ist, dass hier mal wieder jemand abgestochen wird, da irgendwelche Clans aufeinander losgehen und naja, das muss ich euch nicht sagen, das haben wir im Vlog mittlerweile fast jeden Tag und täglich grüßt der Einzelfall. Nee, bei der Zeit hat man sich nur damit beschäftigt, ob die Statistik denn überhaupt die Realität widerspiegelt. Und da musste ich doch erstmal kurz ein bisschen schmunzeln. Die Zeit Online hat tatsächlich gefragt, wie aussagekräftig denn die PKS ist. Denn da gäbe es ja ein statistisches Problem. Es hieße ja nicht automatisch, dass das Land unsicherer geworden ist, wenn es mehr Gewaltstraftaten gibt. Nein, das könnte ja auch darauf zurückzuführen sein, dass in dieser PKS ja nur die Straftaten aufgeführt werden, die auch angezeigt werden. Man also praktisch die Dunkelziffer nicht kennt. Man könne also durchaus auch interpretieren, dass es gar nicht unsicherer geworden ist, dass es gar nicht mehr Straftaten gibt, sondern vielleicht auch einfach nur, dass mehr Straftaten angezeigt wurden. Liebe Zeit, meint ihr das ernst? Also ich frage jetzt nicht für einen Freund. Der kleine rote Kater, der ist nämlich noch irgendwo unterwegs. Der ist, glaube ich, noch oben am Futternapf. Den habe ich gerade eben gefüttert. Ich frage jetzt wirklich mal für mich. Wollt ihr uns wirklich weismachen, dass jetzt plötzlich und unerwartet ausgerechnet im Vergleich zum letzten Jahr deutlich mehr Straftaten angezeigt wurden als vorher? Erschließt sich mir nicht so richtig, dass es da einen Anstieg gegeben hat. Ja gut, das ist jetzt auch subjektiv vom Empfinden hier wohl dem einen oder anderen auch vor Veröffentlichung der Zahlen klar geworden. Spannend ist auch, dass der Anstieg an noch nicht so lange hier Lebenden gestiegen ist, nämlich der Anteil ist gestiegen um knappe 18%. Und da hat uns die Zeit aber auch eine statistische Erklärung für angebracht. Da möchte uns die Zeit nun weismachen, ja, das läge ja daran, dass es ja viele Straftaten gibt, die nur bestimmte Leute begehen können, unter anderem illegale Einreisen. Und wenn man die rausrechnen würde und sich nur auf die Gewaltstraftaten, also die wirklichen Delikte, die anderen Schaden zufügen, akut Schaden, unmittelbar Schaden zufügen und sich nur darauf konzentriert, dann wäre der Anteil der noch nicht so lange hier Lebenden ja gerade mal nur noch um 13,5% gestiegen. Ja, liebe Zeit, merkt das selber nicht, wahr? Ist Ihnen auch tatsächlich aufgefallen? Im nächsten Absatz haben Sie nämlich erwähnt, ja, auch das sind ja hohe Zahlen, auch das ist nicht so schön, aber das hätten ja so soziale Faktoren, so traumatisierende Kindheiten und da, was da nicht alles dranhängt. Liebe Zeit, soll das jetzt eine Ausrede sein, um schwerste Straftaten zu entschuldigen? Nancy Lein hat in eine ähnliche Kerbe gehauen. Der scheint das auch nicht ganz so gut zu gefallen, was da nun rauskam bei der Auswertung der Polizeiarbeit. Statt man sich kritisch damit auseinandersetzt, was möglicherweise aus politischen Gründen so gegen die Wand gelaufen ist, dass es überhaupt so eskalieren konnte, stattdessen versucht man also nun zu erzählen, dem ein oder anderen geneigten Leser,
dass ja die Statistik grundsätzlich schon fehlerhaft ist, weil ja die Dunkelziffer unbekannt ist. Kann ja sein, dass es schon die ganze Zeit so gewesen ist, nur viel weniger Leute haben es angezeigt. Und außerdem muss man ja auch noch rausrechnen, diese ausländerspezifischen Straftaten, eben solche Sachen wie die illegalen Einreisen, die eigentlich gar keine richtigen Straftaten sind, nicht wahr? Also zumindest nicht das, was man da so klassisch vor Augen hat, wenn es um das Thema innere Sicherheit geht. Ja, so kann man sich die PKS schönrechnen. Wenn man allerdings auch ab und an mal im öffentlichen Raum unterwegs ist, vielleicht auch abends zu späterer Stunde und mit offenen Augen durch die Metropolen dieses Landes geht, naja, ich denke, da wird den meisten von uns aufgefallen sein, da hat sich im Stadtbild was verändert. Da hat sich auch ein Stück weit atmosphärisch was verändert. Jetzt nicht so draußen in der Luft, sondern mehr so von der Stimmung, die in großen Ballungsgebieten umgeht. Da hat man nämlich oft das Phänomen, dass sich viele Leute abends nicht mehr raustrauen, wenn dann ganz, ganz schnell so verhuscht von einer Tür zur anderen nach dem Motto, aber dass da so gemütlich mal flaniert wird an einem lauen Abend, ja, wird sich zeigen, ob es das in diesem Sommer wieder gibt, aber momentan liest man eher Schlagzeilen von wegen, da hat wieder jemand wieder gestochen und naja, muss ich euch glaube ich nicht nochmal vorkauen, wisst ihr selber. Da hat definitiv eine Veränderung eingesetzt. Das hat uns die Zeit aber auch richtig schön blumig mit der rosaroten Brille erklärt. Es wäre ja völlig legitim, völlig normal, denn es sind ja in den vergangenen Jahren auch tausende noch nicht so lange hier lebende Leute ins Land gekommen. Und dann ist es doch völlig normal, dass dann auch der Anteil der Tatverdächtigen steigt. Ach so, das muss dann so sein, nicht wahr? Also wenn der Anteil der Tatverdächtigen ohne entsprechenden absurdes tatischen Pass 41% beträgt, der Anteil an der Bevölkerung aber deutlich darunter ist, dann der Anteil an der Bevölkerung hat sich jetzt nicht wirklich nennenswert verschoben. Der Anteil bei den Tatverdächtigen aber eben schon, und zwar in die Höhe. Kann man also auch mit diesem statistischen Phänomen nicht erklären. Weiterhin wollte uns die Zeit dann auch weismachen, dass ja auch Delikte mit aufgenommen wurden, wo vielleicht gar keine Straftat bestanden hat, weil ein Gericht das ja dann als nicht strafbar geurteilt hat. Also ich würde jetzt doch mal in den Raum stellen, dass so Delikte wie Gewaltstraftaten in der Regel auch von einem Gericht verurteilt werden, wenn sie denn angezeigt wurden, so sie denn stattgefunden haben. Dürfte relativ unwahrscheinlich sein, dass da jemand, dem ein Vorwurf einer Gewaltstraftat entgegengebracht wird, dass der freigesprochen wird. Na gut, in Absurdistan mag das sein, dass der freigesprochen wird, aber für gewöhnlich ist das nicht so. Wenn es also diese Straftaten gibt, die aufgenommen werden, vor Gericht gehen, dann gibt es dafür gewöhnlich auch ein Urteil. Mag sein, dass es da irgendwelche Bagatelldelikte gibt, wo das Ganze fallen gelassen wird, wo dann nichts weiter draus entsteht. So nach dem Motto, ja meine Güte, wen juckt's? Das kann ja sein, aber das sind nicht unbedingt die Straftatbestände, um die es nun in erster Linie geht bei denen. Naja, durch die Decke gegangenen Zahlen in der PKS. Sicherlich kann man jetzt sagen, ja, das sind ja auch kleinere Sachen drin, die dann eingestellt wurden. Da ist ja gar keiner verurteilt worden für. Ja, ist richtig. Aber das ändert trotzdem nichts dran, dass es besonders beim Thema Körperverletzungen und ähnliche Gewaltstraftaten deutliche Sprünge nach oben gegeben hat. Und die wiederum werden wohl zu großen Teilen auch dementsprechend irgendwann mal von einem Gericht beurteilt werden. Das hat man bei der Zeit wahrscheinlich auch selber mitbekommen. Aber noch kann man zumindest probieren, es irgendwie so schön zu reden, dass man da nicht ganz so kritisch hinterfragt, was in diesem Land mittlerweile traurigerweise los ist. Nein, da ist dann die Statistik daran schuld, die ja nur das helle Feld abdeckt, nicht etwa die Dunkelziffer. Und da liegt das ja dann auch daran, dass ja so viele neue Leute ins Land gekommen sind. Und so ist das dann völlig normal und hier gehen sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Liebe Zeit, lest euren Artikel bitte nochmal selber und fragt euch, ob ihr das wirklich zum Wochenende rauskotzen wollt. Denn die Statistik an der Stelle spricht ein relativ eindeutiges Bild. Komisch, dass die PKS in den vergangenen Jahren, wenn sie denn politisch in den Kram gepasst hat, durchaus immer als fast schon Referenzwerk angebracht wurde von den gleichen Medienvertretern. Wenn da ein paar Aufkleber von bösen rechten Gruppierungen so und so irgendwo aufgetaucht sind und da in der PKS dann 4% Zuwachs oder so oder sonst was gab, dann war das natürlich gleich ein Grund, um mehr Geld im Kampf gegen Rechts zu fordern. Da ging es ja nicht darum, dass es vielleicht Dunkelziffergeschichten sind und dass es da eventuell auch Bagatelle gibt, die dann am Ende eingestellt werden und so. Das hat da keine Sau interessiert. Nee, da hat man die PKS als Einzelwarenindikator genommen, um die Sicherheitslage im Land zu beurteilen. Wenn dann in der PKS aber eben was drinsteht, was den hiesigen Medienfunktionären nicht so richtig schmeckt, dann plötzlich zweifelt man die Statistik an. Ja, plötzlich und unerwartet ist die PKS offensichtlich eine Verschwörungstheorie geworden.
Aber was soll ich euch dazu sagen? Es ist nun mal die Zeit. Lest euch den Artikel durch, nicht weil er lesenswert ist, sondern weil er ein Zeitdokument ist, wie die Zeit versucht, die Zustände in diesem Land zu bagatellisieren, schön zu reden, hinter den Tisch fallen zu lassen. Und da ist auch unsere Chefin pünktlich zum Ende der kleinen Eilmeldung angekommen. Ich hoffe, wir sehen uns nachher nochmal mit einem Flöckchen. Ich muss aber erstmal was futtern. Bin jetzt gerade, wie gesagt, nach Hause gekommen, habe noch Nudelsalat mitbekommen vom Stall. Ich esse also erstmal gemütlich was und dann gucke ich mal, ob ich noch einen Themenzettel hinbekomme. Aber wie gesagt, ich bin seit kurz vor 5 unterwegs. 4.40 Uhr bin ich aufgestanden. Ihr wisst ja, wann der letzte Flock zu Ende war. Dann bin ich um 5.05 Uhr in den Traktor gestiegen. War dann auch pünktlich um 5.30 Uhr am Stall, um mein Kaninchen aufzuladen. Mein Kaninchen ist auf den Hänger marschiert, also ohne Probleme. Da haben wir sie raufbekommen, ganz, ganz entspannt glücklicherweise. Waren dann sehr, sehr pünktlich beim Vereinsstall. Ja, und dann mussten wir am Ende ja wieder heimfahren. Wir müssen ja in mehreren Fuhren fahren. Das ist ja ein logistisches Großprojekt, wenn wir zum Vereinstraining fahren. Weil wir haben ja nun 2 Hänger, aber mehrere Pferde, die mitkommen. Hat also alles etwas länger gedauert. Wir waren dann hier so gegen 16 Uhr, 15.30 rum, waren wir wieder zu Hause. Und dann mussten wir natürlich alles wieder ausladen, den ganzen Traktor auspacken, also unseren großen Traktor. Dann mussten wir die Pferde noch... Also das hat alles in eine Weile gedauert. Und dann saßen wir noch in der Sonne, haben das Wetter genossen. Aber jetzt bin ich wieder zu Hause und dementsprechend doch etwas K.O. Ja, noch nicht so richtig tierisch müde. Bin vorhin schon auf der Wiese eingepennt. Aber jetzt momentan geht's mehr so in Richtung hungrig überdreht. Das läuft jetzt noch so ein bisschen. Mal gucken, ob das dann zum Flöckchen noch so funktioniert oder ob ich dann schnarchend an der Matratze horche. Das werdet ihr dann mitbekommen. Entweder es gibt nachher Flöckchen oder es gibt keins. Nicht wahr, Juna? Aber jetzt genießt euren Samstagabend. Bis dann.